Aldau fanden sich auch heuer wieder tausende Zuseher beim ÖM-Rennen am Ostermontag ein. Ich bin jetzt über Winter verletzt gewesen. Durch das ist jetzt auch die erste Rennen nicht zugegangen. Nach Imbach kann ich auch auslassen. Und jetzt schauen wir mal, wie es heute Ballo geht. Ich möchte mal das Top 10 fahren, das war das Ziel. Das wird schwer, aber die Hand ist echt ein bisschen angeschlagen. Aber ich denke, es wird hinhauen. Für Florian lief es in Paldau dann leider nicht nach Plan. Er blieb in beiden Läufen außerhalb der Punkte-Ränge. Smitka kämpfte in Lauf 1 mit Michi Staufer um den Holdshot. Smitka setzte sich aber durch und konnte die Führung im ersten Lauf übernehmen. Hier ein gewaltiger Abflug von Manuel Bermann-Schläger. Er musste den Lauf vorzeitig beenden, ging aber im Lauf 2 an den Start und belegte Platz 16. Auch Manuel Obermeier stürzte in Lauf 1 und verletzte sich an der Schulter. Danach belegte er in Lauf 2 den starken 5. Platz. Václav Kova vom Mitterbeck Bridgestone Racing Team belegte die Plätze 5 und 4. Michi Staufer belegte die Plätze 7 und 11. Lokalmatador Michi Kratzer landete in beiden Läufen auf Platz 6. Im ersten Lauf holte sich Peter Smitka den Sieg. In Lauf 2 Benche Svoboda. In der Klasse MX2 war Paldau fest in Roland Edelbachers Hand. Er konnte beide Läufe für sich entscheiden. Manuel Perkofer belegte in beiden Läufen Platz 3. Thomas Kritsch holte sich in beiden Läufen Platz 2. Supercross Athen!